auch heute wollen wir die Geheimnisse von der Kitagami-Region aufdecken. Heute wollen wir auch den Herbstfest feiern. Heute wollen wir die Geheimnisse der legendären Pokémon ergründen. Und heute werden wir sie vielleicht sogar schon enthüllen. Was die Pokémon sind. Was so besonders an ihnen ist. Also los. Dieser Fächer, hey, dieser Fächer da hinten. Ich bin Groot. Aber ich glaube, dieses Pokémon liebt Feste. Willkommen auf dem Maskenfest. Heute ist nur der erste Tag. Es läuft noch etwas länger. Im Palais habt ihr bestimmt keine so großen Feste, oder? Stimmt. Hey, wusste ich doch. Kitagami kann es locker mit euren absolut tollen Großstädten aufnehmen. Nimm es nicht persönlich, Draco. Und weil ich so nett bin, schieße ich für uns ein Erinnerungsfoto. Gib mal deinen Rotom-Stick her. Rück mal ein bisschen näher ran, ihr beiden. Autsch, du stehst auf meinem Fußhanger. Ach, stell dich nicht so an. Du wirst ja mal ganz kurz aushalten können. Also alle bereit? Sag Pipi! Nee, ich sag nicht Pipi. Ich sag Pieppi. Das Maskenfest feiern wir zu Ehren unserer tapferen Helden, die drei Gefährten. Diese drei Pokémon haben Kitagami vor langer Zeit vor einem Ungeheuer beschätzt, dem Oni. Deswegen ist das Maskendesign der meisten Dorfkinder auch von den Gesichtern der drei Gefährten inspiriert. Hä, was kicherst du so blöd? Ach nicht, ich habe nur gedacht, dass du gar nichts über den Oni weißt. Wie bitte? Ich habe wohl mehr Ahnung von den legendären Kitagamis als du. Was fällt dir eigentlich ein? Aber dir ist ja klar, dass ein Baby wie er von den Bösewichten beeindruckt ist. Er mag den Oni. Sogar mehr als die drei Gefährten. Pff. Oh, schau mal, anstatt gibt es kandierte Äpfel. Komm, wir holen uns welche. Sag bitte nicht, ich bekomme jetzt. Aber jetzt hatten sich sowieso Pokémon entwickelt, in dem Fall. Ariados weg. Warte mal, das ist nicht das Team. Wo sind die Pokémon hier? Hier. Weg. Planas kann ich noch entwickeln, wenn ich einen Blattstein habe. Gucke ich gleich, ob ich einen habe. Sonst kann er weg. Gleich mal gucken. Blattstein. Da. So, Planas entwickelt. Wo hast du dich hingestellt, Junge? Ich dachte, ich stehe da mitten auf dem Weg. Stattdessen steht er einfach da in der Seitengasse. Wieso Schwerverbrecher? Tengul ist das verschlagene Pokémon. Man sagt, wenn es auf der Spitze eines alten Baumes eine Blätterfächer schwingt, soll ein eisiger Wind wehen und der Winter einbrechen. Aber muss ich schon sagen, Laubklinge kann's erlernen. Es ist sogar ein bisschen besser Sonntag. Also ich nehme das. Man kann es aber auch ihnen selbst überlassen. So, das wär's damit. Wäre auch weg. Da läuft ein Pokémon. Ist das ein Eichhörnchen? Ich glaube ja. So, Samuel Eich kommt erstmal hier rein.
Dann würde ich jetzt Schlempei wieder mitnehmen. Dann würde ich Kleinbein mitnehmen. Den entwickle ich mit einem Feuerstein, kann auch gleich wieder weg. Wo haben wir es denn? Ja. Ja. Du hast dich genauso dahin gestellt. Na gut, dann werde ich jetzt Penpai entwickeln. Für den Pokédex. Volnona, das Fuchs-Pokémon. Eine Legende besagt, dass jeder seiner neuen Schweife eine einzigartige mystische Kraft innewohnt. Was für ein schönes Bild. Okay, Quapsel fehlt auch noch. Die nehme ich mir so dann vor. Aber ich kann sie ablegen. Penpai kann ich austauschen mit. Warte. Bei austauschen mit Rettern. Komm, Schlauch einfach mal mit. Hilft da wieder im Kreis. Kandierte Äpfel. Leckere kandierte Früchte. Wir hatten kandierte Beeren und Früchte für jeden Geschmack. Ich habe mehr erwartet. Die Verkäuferin ist weg. Schade. Dass das wäre. Möchte jemand ein Eis? Puh, ist das ein schwerer Tag mit seinem Eis. Das ist ja leider nichts. Wie die alle diese Masken haben, finde ich so toll. Sirup bis zum Umfall. Welcher darf es denn heute sein? Fleckmon! Da gibt's Fleckmon! Ich will nicht mit Palim reden, ich will mit den Typen reden. Ich will dieses Fleckmon-Ding haben. Oder was das da ist. Das ist ein Fleckmon-Ding. Hey, Draco hier drüben. Ach, ich muss dahin. Immer dasselbe, wenn es Jo zu ungemütlich wird, haut er ab. Ja, wenn es mir zu ungemütlich wird, hau ich auch ab. Da bin ich nicht anders. Süßen Palim. Was heißt denn hier drüben? Da! Da wahrscheinlich. Zwei kandierte Äpfel bitte. Aber gerne doch, zwei Stück, komm sofort. Hier, für dich, Draco. Danke. Omi hat mir extra etwas Geld mitgegeben, also nimm ruhig. Kandierte Äpfel bekommt man
sonst nicht so leicht. Deshalb ist es etwas Besonderes für mich. Omi macht zwar auch guten Nachtisch, aber bei ihr gibt es immer nur Mochi. In Kitakami leben übrigens auch Pokémon, die ein bisschen aussehen wie kandierte Äpfel. Komm, lass uns als nächstes da lang gehen. Ich will deinen Apfel! Warte mal. Hä? Ich habe ein Pokémon, das aussieht wie ein kandierter Apfel und es will sich entwickeln. Es will unbedingt Schlempai-Pai sein. Ich habe es aber nicht. Aber okay. Vielleicht bekomme ich ja alles zusammen irgendwie. Diese Pikachu-Maske. Boing, boing, boing. Ach, so ein schöner Ort, ey. Ach, Mochi, stimmt ja. Mach die Musik hier. Hier gibt's was, da gibt's was. Kann man ein bisschen überhaupt was sich sehen. Was ist denn hier? Psst. Psst, das ist ein Geheimnis. Und zwar kenne ich eine Selfie-Pose, die gerade total in sie bringt sie hier vorbei. Die Geheimnispose. Geheimnisposen kannst du in der Foto-App benutzen. Cool. Fotobauschen. Wenn man eine Maske aufsetzt, fühlt man sich, als wäre man jemand anders. Jo. Das ist eigentlich wirklich true. Möchte jemand anders? So, richtig salzig gebratene Nudeln versetzt mich sofort in Feststimmung. Ich mag es also salzig, ja. Sie ist so salty. Schau dir mal in Ruhe das Maskenfest an. Ja, toll. Maskenfest. Na ja, gut. Kann ich da rein? Hübsches Eichhörnchen. Ach nee, hier geht's nicht rein. Das ist so ein. Wie nennt man das? Ich hab das mal gewusst. Meine Benizaru-Maske hat eine wunderschöne blaue Farbe. Einfach mega cool. Nichts mehr. Die Früchte. Mal überlegen. Hier bis zum Umfallen. Nicht schlecht. Hier ist ein Apfel. Geh auch rein. Cremig. Mein Hirn friert ein. Die sehen ja mal toll aus, die ganzen Gerichte hier. Das ist aber genauso wie auf einem Weihnachtsmarkt, wo es verschiedene Stände gibt, aber mit demselben Zeug.
damit jeder da einen Apfel hat und dort einen Apfel hat und alles andere. Was gibt's denn hier noch? Ah, da gibt es. Ist das nicht. Nee, das ist es nicht. Das ist das zweite gewesen. Hier gibt es noch mehr. Ja. Ich komme nicht weg. Ich glaube, ich muss mal nachsehen, beziehungsweise ich muss mal überlegen, wo es hier weitergeht. Ich würde auf jeden Fall einen ganz kurzen... Ach, warte mal, steht die Karte nicht hier bereit für sowas? Offenbar nein. Gott sagt nicht, wo der Junge ist. Ich hätte ein Eis nehmen sollen. Wenn das bei uns Kinder auch so sagen würden. Das würde man ja besser verstehen, aber die sagen so, ich will das nicht. Naja. Kurzer Cut. Also gut. Ich habe einen Ort gefunden, der hat einen Typen, mit dem ich nicht recht sprechen kann, aber da ist der, den ich suche. Super. Halli, hallo, hallöchen. Herzlich willkommen beim Oni-Austreibungsspiel. Möchtest du teilnehmen? Ja. Hey, Moment mal, du bist doch eines der Kinder aus Paldea, oder? Ach, weißt du was? Dann brauchst du für deine Teilnahme auch nichts zahlen. Sieh es als ein Willkommensgeschenk an. Versuche ruhig dein Glück. Ich feuer dich an aus der Ferne. Na so, was nimmst du etwa im Oni-Austreibungsspiel teil? Ich habe mich auch gerade daran versucht, war ein Kinderspiel für mich. Mein Punktestand vor übrigens 6.390. Bin ja mal gespannt, ob du das überbieten kannst. Du schaffst das, Draco. Ich wieder sehen soll. Das Oni-Austreibungsspiel ist eine traditionelle Veranstaltung in Midoriya. Aufgabe ist es, eine Menge an Bären zusammen dann zu den Bärenzockeln zu bringen, um eine hohe Punktzahl zu erzielen. Auf dem Spielgelände gibt es Ballonis. Sogenannte Ballons in vier Farben. In jedem einzelnen befindet sich eine Beere, die du erhältst, indem du den Balloni zum Platzen bringst. Auf der Basis befinden sich vier unterschiedliche gefärbte Bärensockel. Auf ihn kannst du durch das Drücken des A-Knopfes Beeren mit passender Farbe ablegen. Das Spiel ist dann zu Ende, sobald du die erforderliche Anzahl von Beeren auf den Sockel platziert hast. Manchmal erscheinen gefräßige Pokémon an den Bärensockeln und versuchen, deine angesammelten Beeren zu vernaschen. Ignorierst du diese Pokémon, futtern sie immer weiter. Nähere dich ihnen und drücke die R-Taste, um sie durch Brüllen zu vertreiben. Level 1. Gar nicht so schwer aus. Ich
Mehr kann ich nicht tragen, okay. Dann muss ich also wahrscheinlich das hier erstmal hier abladen. Und dann da abladen. Und da abladen. Ein fräsiges Grappel taucht auf. Wo ist es? Wo sind die jetzt? Sind die nicht? Weg mit dir, du Gnom! Ich glaube, das war's. Keine Belohnung. Dann bekomme ich keine Belohnung. Okay, ich glaube, es war eh nur ein Testspiel. Gut gemacht. Mal sehen, du hast 121 Punkte erzielt. Dafür bekommst du einen Preis. Ein EP-Pin. EP. Als ob! Ich, Hanna, die Königin der Balloniat. Bleib auch diesmal ungeschlagen. Am liebsten würde ich dich gleich nochmal übertrumpfen, aber ich habe nicht mehr genug Geld dabei. Jo, dann musst du eben an meiner Stelle. Musst du ihn eben an meiner Stelle nochmal in die Schranken weisen. Was? Ich will aber nicht. Na, hör mal, du kannst doch nicht einfach deine Schwester. Für einen Fremden den Rücken fallen. Hast du sie noch alle? Tut mir leid, dass es so einen Aufstand macht. Ich werde versuchen, sie wieder zu beruhigen. Schau dich erstmal weiter auf dem Fest um. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Okay. Ich habe das Gefühl, wir müssen dahin. Da ist es ja wirklich. Ich bin Groot. Hallo. Ich bin Groot. Ein rätselhaftes Kind mit Maske starrt dich an. Das Fest ist toll, oder? Ich bin Groot. Hey, Draco, hört ihr das an? Yo, ist beim Ohren die Austreibungsspiel echt zu nichts zu gebrauchen, eine absolute Null. Hm, wer war das denn? Folge Groot. Oder folge dem rätselhaften Kind. Hey Draco, lauf nicht einfach alleine weg. Du davon, das geht auch für dich. Oh mein Gott! Ist das süß!
Komm runter zu uns. Nachts ist es auf dem Berg zu gefährlich. Du hebst eine türkisgrüne Maske auf. Du verstaust türkisgrüne Maske in Basis-Item-Tasche. Alles klar, World Credits. Türkisgrüne Maske, eine türkisgrüne Maske mit dem Gesicht eines Oni. Du hast sie aufgehoben, nachdem jemand sie während eines Maskenfestes auf einer Treppe verloren hatte. Ich frage mich, wer dieses Kind war und woher kam es her? Ich war sein Pokémon. Was? Wie meinst du das? Glaubst du, dieses Kind, das auf dem Berg verschwunden ist? Könnte es etwa der Oni gewesen sein? Der aus der Geschichte von den Infotafeln? Soll das heißen, die Legende ist wahr? Es hat diese Maske verloren, also. Also muss es wirklich. Draco, Hana! Was steht ihr denn hier so rum? Der Oni war hier! Lalalala, hier ist wirklich gar nichts los. Lass uns zurück zum Fest gehen. Was? Dank dir habe ich kein Wort verstanden, Hana. Nichts. Er hat nichts Wichtiges gesagt. Wie immer. Alles gut. Aha. Ah, verstehe schon. Ihr habt euch bestimmt über mich lustig gemacht. Ich gehe zurück zum Fest. Puh, das war knapp. Mann, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Fast hättest du dich total verplappert. Du bist absolut vernarrt in den Orni. So richtig. Total verrückt nach ihm. Wenn er wüsste, dass wir ihn getroffen haben und er nicht, ich weiß nicht, da würde er sich bestimmt ausgeschlossen fühlen. Oder meinst du, ich mache mir zu viele Sorgen? Außerdem will ich nicht, dass er dem Orni um diese Uhrzeit noch auf dem Berg hinterherläuft. Aber egal, jetzt haben wir uns schon fürs Lügen entschieden. Bald das alles für dich okay, das ist unser kleines Geheimnis. Und zeig bloß nicht die Maske, zumindest fürs Erste. Rede mit Jo, um das Fest zu verlassen. Ich wette, er sieht sie irgendwie beleidigt, weil wir mit ihr abgehangen haben und das Pokémon gesehen haben. Ich kann mir das nur so vorstellen. Sie wird es sicher gerade biegen oder so. Na los, spuck aus. Hast du genug vom Fest? Okay, dann lass uns nach Hause gehen. Ich bringe dich zum Gemeindehaus. Oder so. Wird da nichts mehr darüber gesagt? Wäre komisch. Pixie! Oh, ein Schüler aus Paldea. Du kommst genau richtig. Hier im Gemeindehaus von Kitagami sind wir immer für unsere Touristen und Besucher da. Ja, das Muster von Togepi auf dem Ding. Wusstest du schon, dass sich das Design vom oberen und unteren Rahmen mancher Menüs abhängig von deinem Standort ändert? Das kannst du zum Beispiel sehen, wenn du dein Body oder bestimmte Funktionen dein Smart Rotom öffnest. Ist die Einstellung zum oberen und unteren Rand mancher Dinge? Ja, bei den wechselnden Designs. Ich wünsche dir viel Spaß hier. Dankeschön. Alles Interessante finde ich, hier hat ja einfach mal Pixie. Sonst noch? Nee, sonst nichts. Okay. Dachte, da wäre noch was. Ist noch meine Wünsche. Wie geht's dir überhaupt? Langsam fange ich an, Käfer-Pokémon zu mögen. Janma ist richtig cool. Janma ist cool. Wir waren schon bei zwei Infotafeln. Wir haben erst eine gefunden, aber wir lassen uns Zeit. Oha, da kommen gerade ganz viele Bilder rein.
Draco, na endlich! Du kreuzt ganz schön spät zu unserem nicht ausgemachten Treffen aus. Na, was nicht ausgemacht ist, kann man auch wo nicht ausgemacht ist, kann man auch nicht zu spät kommen. Egal, ich habe etwas mit dir zu besprechen. Es geht um die Sache von gestern. Du hast niemand davon erzählt, oder? Habe ich nicht. Stimmt das auch? Wenn du mich anlügst, jetzt ist was verstanden. Das Ding, das wir an der Treppe aufgesammelt haben, das hast du doch dabei, oder? Mein Opa kennt sich mit alten Legenden aus. Am besten fragen wir ihn um Rat. Du weißt noch, wo ich wohne, stimmt's? Wir treffen uns dort. Wehe, du trödelst. Los, zeigen wir Opa das Ding. Na gut, würde ich mal sagen. Begib dich zu Hanas Zuhause. Was wir dort erleben werden, erfahrt ihr in unserem nächsten Part. Also schaltet unbedingt beim nächsten Mal wieder ein, dann geht es auf jeden Fall weiter. Ich freue mich schon drauf. Koloval freut sich auch darauf. Also, bis bald und ciao.